Ja, schönen guten Tag. Ich will euch recht herzlich begrüßen im Weltladen in Frastanz am Kirchplatz. Wir dürfen uns heute mal ein bisschen präsentieren als Verein und möchte ein paar Worte dazu sagen, wie das Ganze entstanden ist. Ursprünglich eigentlich ist das einmal eine Missionsgruppe gewesen, wo an gewissen Tagen, Missionssonntagen oder Weltmissionstag, ein bisschen so Verkauf gemacht hat von Kaffee. Und ja, so ein paar Jute-Sachen hat es gegeben in den Anfangszeiten, ein paar Pullover vielleicht noch. Das sind so die Beginne gewesen. Dennoch ist 1984 schlussendlich die Gründung von unserem Weltladen in Frastanz passiert, damals durch den Elmar Müller in Gemeinschaft auch mit dem Missionskreis, den damaligen. Ja, und der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, einfach die Benachteiligten dieser Welt zu unterstützen, indem er einfach diese Produkte von den Ländern in unseren Breitengraden verkauft, natürlich zum entsprechenden guten Preis, dass die natürlich auch einen Kreislauf zusammenkriegen, dass das Ganze auch irgendwo einen Sinn macht, dass die Wertigkeit der Arbeit von den Leuten gesteigert wird und so natürlich einfach auch die Produktionsbedingungen und natürlich auch die Lebensbedingungen. Im Dritte Welt lade ich Kaffee immer wieder mal ein, weil ich einfach nur gute Erfahrungen gemacht habe mit den Produkten, die ich mitnehme. Hauptsächlich sind das Kaffee, Kakao, Gewürzer, Reis, die Mangosauce, das ist echt ein Liebling bei uns daheim, und gelegentlich einmal eine Schokolade. Am Regal mit der Handtasche komme ich immer seltener vorbei, da habe ich immer was, was mir gefällt, und gelegentlich gönne ich mir dann da auch was. Der Ursprung, warum ich überhaupt da reinkomme, das hat damit zu tun, dass Mama schon eingekauft hat da hinten, seit der Gründung vom Laden. Der Onkel Elmar hat sich da voll überzeugt, von Anfang an. Und die Überzeugung lebt in unserer Familie weiter. Wir haben einfach das Gefühl, wir tun was Gutes und dann schmeckt der Kaffee auch gleich viel besser. Die Erträge, wo der Laden dann noch erwirtschaftet, wobei wir ja nicht gewinnorientiert sind, sondern unser großes Ziel ist, so viel wie möglich von deiner Ware zum Verkaufen. Die Erträge, die dann trotzdem erzielt werden aus dem Verkauf und Mitgliedsbeiträge und auch Spenden, die wir kriegen, fließen seit 30 Jahren in das Projekt Gesundheit 2000, das damals mit der Gründung vom Weltlader, mit dem Bernarderheim, mit der Franziskanerschwestern in Frastanz gebildet oder gegründet worden ist. Ja, und für die Zukunft natürlich wünschen wir uns, dass nach wie vor unsere treuen Kunden so fließig zu uns ins Geschäft kommen und einkaufen und wir nach wie vor diese schönen Steigerungen von unserem Umsatz so haben und wir dann gegenseitig können versprechen, dass wir natürlich unser Sortiment laufend wieder erneuern und wieder neue modische Sachen hineinbringen und so natürlich unsere Kunden mit den neuesten Produkten wieder verwöhnen können.